Jetzt erteile ich dem Abgeordneten Kasseckert der CDU das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister Mansouri, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Herrn Mansouri und gratuliere Ihnen zur ersten Regierungserklärung, zur ersten persönlichen Regierungserklärung für Sie und, wie mir der Kollege Eckert mitgeteilt hat, tatsächlich die erste Regierungserklärung der SPD nach 35 Jahren, also offenbar 25 Jahren. Da war der Wunsch Vater des Gedanken, aber gut. Aber wie gesagt, ich gratuliere Ihnen zur ersten Regierungserklärung. Herr Mansouri, Sie haben einen großen Bogen gespannt über das Grundgesetz, unsere stabile Demokratie, die uns von vielen Volkswirtschaften wesentlich unterscheidet, über die Rahmenbedingungen unserer Wirtschaftspolitik bis hin zu den Begriffen Mut und Vertrauen, die Sie intensiv und mehrfach in Ihrer Rede ausgedrückt haben. Und ich glaube, das braucht es auch, wenn wir den Blick nach vorne richten in einer zugegebenermaßen nicht ganz einfachen Zeit. Und ich möchte neben den Begriffen Mut und Vertrauen noch einen Begriff hinzufügen. Das ist der Begriff Verlässlichkeit. Die Menschen und auch die Unternehmen müssen sich auf die Politik verlassen können. Nichts ist schlimmer als ständig neue, wechselnde Rahmenbedingungen oder faule Kompromisse zu erleben. Wir würden bei uns hier im Land sagen, rein in die Kartoffel, raus aus den Kartoffeln. Das ist alles andere als planbare Grundlagen. Und wenn wir nach Berlin schauen, und das kann ich uns allen nicht ersparen, dann gibt es da Beispiele ja genügend. Heizungsgesetz, Verbrenner aus, Lieferkettengesetz, all diese Begriffe, all diese Beispiele kennen wir zu Genüge. Und das sind die Dinge, die unsere Menschen und auch die Unternehmen natürlich belasten. Wir haben das Credo, wir dürfen nur das versprechen, was wir auch halten. Das haben wir uns vorgenommen und das werden wir auch einhalten. Lassen Sie mich die Dinge etwas einordnen, was nicht ganz ohne den Blick auf geopolitische Veränderungen, auf europäische Rahmengesetzgebungen und natürlich am Ende auch auf die Folgen nationaler Wirtschaftspolitik geht. Ich will mich aber aus Zeitgründen auf das Thema nationale Grundlagen beschränken und wenn es die Zeit zulässt, vielleicht am Ende auch noch einmal am Blick, am Vorabend der Europawahl, einen Blick nach Europa werfen. Der Wohlstand und der Zusammenhalt, von denen Herr Mansouri gesprochen hat, von dem wir in der Regierungserklärung gehört haben, der fußt im Wesentlichen auf einer starken Wirtschaft. Die Zusammenhänge brauche ich diesem Haus hier nicht zu erklären. Aber die Ausgangslage, wenn wir über Wirtschaftspolitik in Deutschland reden, ist dramatisch und eindeutig. Darüber kann man nicht streiten. Das globale Wirtschaftswachstum steigt, bei uns in Deutschland nimmt es ab. Deutschland hat in den Jahren 2021 bis 2023 netto fast 350 Milliarden Dollar an Investitionskapital an das Ausland verloren. Im gleichen Zeitraum wurden in Frankreich beispielsweise rund 50 Milliarden Zuwachs an Investitionen verzeichnet. All diese Faktoren, all diese Entwicklungen zeigen, dass es nicht Konjunkturdellen sind oder Sonderfaktoren, die wir in Deutschland zu verkraften haben, sondern dass der Motor in unserem Land stottert. Und solange die Ampelregierung nicht gewillt ist, dieses Strukturproblem adäquat auch zu adressieren, schlafwandelt unsere Republik weiter in Richtung des wirtschaftlichen Abstiegs. Der IWF hat gerade seine globale Wachstumsprognose erhöht. Die Weltwirtschaft nimmt Fahrt auf, doch die Eurozone kann das Tempo nicht mitgehen und befindet sich auf der Verliererseite. Deutschland hat sogar die rote Laterne. Kein Industrieland schneidet schlechter ab als die Bundesrepublik. Wir hatten diese Situation schon einmal. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, brauchen wir ein Umsteuern der Rahmenbedingungen.
Wir brauchen niedrigere Steuern, wir brauchen weniger Bürokratie, eine bessere Infrastruktur und eine Versorgung, eine sichere Versorgung, bezahlbare Versorgung mit Energie. Und wenn wir in den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung einen Blick werfen, dann offenbart auch dieser ungeschminkt die strukturelle Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft. Die Bundesregierung musste ihre eigene Wachstumsprognose radikal senken. Ende des Jahres werden wir auf demselben gesamtwirtschaftlichen Niveau liegen wie 2019, ein halbes Jahrzehnt Stagnation. Die Tatsache, dass die Wirtschaft zurzeit nicht wächst, ist besorgniserregend und es lässt sich dramatisch an Zahlen ablesen. In Deutschland sind bereits 20% der Produktion von Chemie, von Metallen, von Glas und von Papier weg. Einfach weg. Einfach so nicht ganz. Das, was im Jahreswirtschaftsbericht nun schwarz auf weiß nachzulesen war, ist kein Schicksalsschlag oder Zufall. Es ist die Konsequenz eines wirtschaftspolitischen Irrweges und falscher Priorisierung. Die alleinige Fokussierung auf das Thema Klimaschutz war und ist eine Sackgasse. Der Klimawandel, und das will ich an der Stelle deutlich machen, ist eine gewaltige Herausforderung, um der wir uns mit größter Aufmerksamkeit kümmern müssen. Aber er darf nicht missbraucht werden, um unser Land grundlegend zu verändern. Wer Klimapolitik gegen Wohlstand stellt, der schadet der Sache massiv. Sobald der Kampf gegen den Klimawandel zu teuer wird, wählen die Bürgerinnen und Bürger ihn ab. Erfolgreiche Transformationen werden von Bürgern und Märkten dann getragen, niemals gegen sie erzwungen. Genau dadurch wird der notwendige Wandel erschwert. Klimaschutz braucht Akzeptanz und braucht einen langen Atem. Ich sage das deutlich. Und ich sage das deutlich, dass es dabei nicht um das Ob geht, ob wir Klimaschutz machen, sondern es geht darum, um die richtigen Maßnahmen und die richtigen Mittel. Freiheitsbeschränkungen, Verbote, Wachstumsstopp, Konsumverzicht, all diese Begriffe, die wir in den vergangenen Jahren von Regierungspolitik begleitet wurden, sind es nicht. Und sie bedeuten weniger Wachstum und wir erleben es gerade. Weniger Wachstum bedeutet weniger Bildung, weniger Gesundheit, weniger Wohlstand und weniger technischer Fortschritt. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das trifft vor allem die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Um es aber noch einmal in aller Klarheit zu sagen, Wohlstand und Zusammenhalt, das Thema der Regierungserklärung, das braucht Wachstum. Mit 0,2%, das ist die aktuelle Wachstumsprognose des IFO-Institutes, werden wir die großen Herausforderungen unserer Zeit nicht bewältigen können. Demografischer Wandel der Sozialsysteme, Dekarbonisierung, Infrastruktur, die angesprochen wurde, Verteidigungsfähigkeit, ein neues Thema, das angesprochen wurde. Wir brauchen deutlich mehr Wachstum, um Gestaltungsspielräume zu erhalten und Verteilungskämpfe zu verhindern. Erfolgsfaktoren dazu sind Innovation und Technologie und nicht Verbote oder Subventionen. Was wir brauchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein Umparken im Kopf, eine Rückbesinnung auf das, was wir soziale Marktwirtschaft nennen, mit den Prinzipien Wettbewerb, Freiheit, Verantwortung, Eigentum und Haftung. Was wir brauchen, und das war der Geist, den wir in unserer Koalitionsverhandlungen geatmet haben, ist im Prinzip ein neues Denken. Natürlich wissen wir, dass wir allein in Hessen die Welt nicht ändern und auch nicht die deutsche Wirtschaft retten können. Aber wir können einen erheblichen Anteil dazu beitragen, dass die hessische Wirtschaft hier gute Rahmenbedingungen vorfindet und wir uns auf nationaler Ebene über den Bundesrat beispielsweise zu Wort melden. Hessen ist ein starker Wirtschaftsstandort in der Mitte Europas, in der Mitte Deutschlands. Unsere Lagegunst ist ein grundlegender Wettbewerbsvorteil, den wir mit dem Frankfurter Flughafen reichlich nutzen können. Und deshalb finden Sie in unserem Koalitionsvertrag ein klares Bekenntnis zum Flughafen Frankfurt. Er ist die Grundlage für ein starkes Wachstum und schafft Arbeitsplätze für über 80.000 Menschen in dieser Region. Wir unterstützen diese Bemühungen des Flughafenbetreibers, sich weiterhin
als eines der stärksten und wichtigsten europäischen Drehkreuze weiterzuentwickeln. Der Ausbau von Terminal 3 und auch die Realisierung der vor wenigen Tagen vorgestellten Cargo-Strategie, Marius Weiß, der Minister Lorz waren alle zugegen. Diese Vorgaben oder diese Ziele wollen wir intensiv begleiten. Wir wollen, dass der Flughafen weiterhin international wettbewerbsfähig bleibt. Und dazu gehört, dass wir national und europäisch gegen jede Art von Steuererhöhung und zusätzlichen Belastungen eintreten. Eine Verschärfung der Bedingungen für den Flughafenbetrieb in Frankfurt wird es deshalb mit uns nicht geben. Und diesen Punkt, lieber Stefan Naas, bin ich mit dem Text in dem Antrag der FDP sogar einig. Sind wir mit dem Antrag der FDP einig? Die FDP verschweigt aber, und auch das kann ich dir nicht ersparen, lieber Stefan, dass gerade Minister Lindner und Wissing die beiden waren, die dafür gesorgt haben, dass zum 1. Mai diesen Jahres die nationale Luftverkehrssteuer gestiegen ist und die Fördermittel für die Saftkraftstoffe gekürzt wurden. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, um den Flughafen letzten Endes wettbewerbsfähig zu halten. Der Finanzplatz Frankfurt, ein weiterer wichtiger Global Player, und neben der Europäischen Zentralbank zeigen die jüngsten Erfolge der Hessischen Landesregierung gemeinsam mit der Stadt Frankfurt bei der Ansiedlung der Regulierungsbehörde AMLA, die Attraktivität des Finanzplatzes. Und deshalb werden wir uns auch in der Fintech-Szene weiter engagieren. Dort entstehen die Dienstleistungen, die Ideen von morgen. Und an der Stelle will ich auch das Thema Digitalwirtschaftsstandort hervorheben, weil diese inzwischen still und leise mit einem Volumen von über 40 Milliarden Euro ein ganz wesentlicher Anteil oder ein ganz wesentlicher Baustein unserer hessischen Wirtschaft ist und weiterhin auch wachsen soll. Industrie, Metall, Automobilindustrie, Chemie und Pharmazie. Hessen war einmal die Apotheke Europas. Und selbst wenn wir diese Zuschreibung eingebüßt haben, sind wir immer noch einer der wichtigsten Standorte für diese Branche. Wir wollen gerade für und mit der Industrie Maßnahmen verabreden, die als Rahmenbedingungen die Wettbewerbsfähigkeit in Hessen und Deutschland stützen. Das Konzept der vernetzten Industrieparks wollen wir weiterführen. Und wir wollen uns zur Industrie in Hessen bekennen. Herr Minister Mansouri hat vom Industrietrialog gesprochen. Ein wichtiges Bindeglied zwischen Politik und Wirtschaft und ein Bindeglied, das Verständnis schaffen muss, das Vertrauen schaffen soll und das vor allem auch Innovation in Gang setzen soll. Hessen ist und bleibt ein Industriestandort und deshalb ist gerade in diesem Bereich die Neujustierung der Energiepolitik notwendig. Der Ausbau erneuerbarer Energie, von dem hier auch die Rede war, kann aber am Ende leistungsfähige Angebote von Kraftwerken für die Grundlastfähigkeit nicht ersetzen. Das ist natürlich kein Landesthema, aber wir müssen das auf der Agenda des Bundes belassen oder dorthin bringen, wenn wir nicht sehenden Auges den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit unserer hessischen Industrie in Kauf nehmen wollen. Die vorgestellte Kraftwerksstrategie des Bundeswirtschaftsministers lässt im Übrigen im Ansatz nicht erkennen, wie Deutschland in der Energieversorgung gegenüber anderen Weltregionen wettbewerbsfähig bleiben soll. Im Gegenteil, diese Kraftwerksstrategie zementiert auch künftig viel zu hohe Preise, die von den hessischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb mit Sicherheit stark betroffen sind. Aber es geht nicht nur um die Global Player, von denen wir hier reden, sondern der Grundstock und das Rückgrat unserer hessischen Wirtschaft bilden die kleinen und die mittelständischen Unternehmen. Sie bilden aus, sie sichern die Qualität und sie sind vor Ort. Und ein Blick hinter die Kulissen und die vielen Gespräche, die wir allen führen, verraten uns, dass gerade diese kleinen und mittelständischen Unternehmen zunehmend unter Druck geraten. Jetzt will ich das Thema Inflation, Energiepreise und Zinsen an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Aber was die kleinen und die mittelständischen Unternehmen belastet, das ist Bürokratie. Bürokratie, Bürokratie und nochmal Bürokratie. Und deshalb haben wir uns als zentrales Vorhaben
dieser Regierung den Abbau von Bürokratie und die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsprozessen vorgenommen. In Zeiten knapper Kassen besteht für die Politik gerade im Abbau von Bürokratie der stärkste Hebel. Den wollen wir nutzen. Wir werden die hessische Bauordnung bis auf ihre Grundzüge durchforsten. Denn die Wahrheit ist auch, dass wir in den sogenannten fetten Jahren immer mehr Auflagen, immer mehr Wünsche und immer mehr Kostentreiber aufgenommen haben. Jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist der Schmerz groß genug. Und ich glaube, wir sind fest entschlossen, und Herr Minister Mansouri hat dazu bereits die Arbeitsgruppen hier vorgestellt. Wir sind fest entschlossen und bauen darauf, dass die Expertise von Fachleuten dazu führt, dass wir tatsächlich Bürokratie und unnötige Regelungen in der HBO abbauen können. Und neben der Hessischen Bauordnung wurde hier schon angesprochen das Vergabegesetz, ein ebenfalls wichtiger Hebel, um Industrie und Handwerk von Bürokratie zu befreien. Wir haben uns auf die Anhebung der Freigrenze, der Vergabefreigrenze auf 20.000 Euro verständigt. Und das gibt vielen Kommunen, vielen Auftraggebern schon mal die Möglichkeit, ohne umständliche bürokratische Verfahren Vergaben umzusetzen. Wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir Tariftreue im Sinne von Tariforientierung sicherstellen wollen. Das Vergabegesetz ist, und das weiß ich, ist ein leidiges Thema. Die Diskussion wird heute nicht beendet sein. Aber oft werden wir auch von Kommunen und Auftraggebern darauf angesprochen, dass die Möglichkeiten, die das Vergabegesetz bisher geschaffen hat, nicht genutzt werden. Und deshalb darf es nicht sein, dass am Ende Auftraggeber oder Auftragnehmer, Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen sich von Aufträgen der öffentlichen Hand abwenden. Es muss unser Ziel sein, bei aller Notwendigkeit von Tariftreue, bei aller Notwendigkeit von Regulierung, aber am Ende ein einfaches, ein vernünftiges und auch durch die Kommunen umsetzbares Vergabe- und Tariftreuegesetz zu bekommen. Dafür sind wir angetreten und ich bin sicher in dem Geist unserer Vereinbarung, dass wir es auch erreichen. Eine Punktlandung haben wir schon hinbekommen beim Thema kostenfreier Meisterbrief, der vor wenigen Tagen vorgestellt wurde. Eine breit getragene Initiative, und auch das will ich an dieser Stelle sagen, nicht nur die Regierungsfraktionen, sondern auch in unserer früheren Konstellation, ich glaube auch die FDP, ist auf dem Weg des kostenfreien Meisterausbildung aufgesprungen. Das ist richtig, das würdigt den Stellenwert des Handwerks und seine Bedeutung für die Wirtschaft. Das freut mich, dass es umgesetzt werden konnte. Und von daher bin ich froh, dass wir eines dieser Ziele, die wir versprochen haben, im Regierungsprogramm bereits abhaken können. Ich will einen weiteren Baustein der Wirtschaft, aber auch unserer Gesellschaft im Sinne von Zusammenarbeit ansprechen. Und das ist das Thema Immobilien und Wohnungsbau. Diese Branche liegt am Boden. Das haben wir hier schon mehrfach und intensiv diskutiert. Hohe Baupreise, hohe Zinsen, Inflation, Fachkräftemangel, all die Gründe, die dazu geführt haben, dass die Branche am Erliegen ist. Und wir haben schon mehrfach hier im Hause über Möglichkeiten diskutiert, wie wir es besser machen können. Eine dieser Maßnahmen ist das von Herrn Ministerpräsident Rhein versprochene und gehaltene Hessengeld, das wir zum 1. März diesen Jahres eingeführt haben. Das Hessengeld ist eine Eigentumsförderung und es ist ein Baustein von Wohnungsbau, während wir auf der anderen Seite eben nicht nur Eigentumsförderung, sondern auch den sozialen Wohnungsbau fördern wollen. Auch hierfür haben wir uns ein breites Programm vorgenommen. Und ich bin sicher, dass es uns gelingt, mit diesen Programmen einen Impuls zu geben in die Bauwirtschaft. Viele Maßnahmen neben der HBO, auch das Thema Erdaushub und andere, führen dazu, dass wir es schaffen können, aus eigener Kraft in Hessen diese Branche wieder zu beleben. Und in dem Zusammenhang ist auch das Thema Regulatorik angesprochen worden. Herr Minister hat das Thema spekulativer Leerstand dargestellt, ein Thema, das ist unbestritten, über das wir diskutiert haben. Wir sind für weniger Regulatorik angetreten und in dem Sinne, in dem die SPD das Thema spekulativer Leerstand dargestellt hat, ist es aber ein Thema, das wir genauso unterstützen. Niemand will spekulativen Leerstand. Wir wollen die Wohnungen, die bestehen, auch zum Wohnen nutzen. Und deshalb haben wir dieses Instrument mitgetragen, wie auf der anderen Seite die SPD.
wie auf der anderen Seite die SPD auch mit uns zum Ergebnis gekommen ist, dass wir einiges an Regulatorik vereinfachen können oder auslaufen lassen zum 31.12.25, beispielsweise das Umwandlungs- oder den Umwandlungsvorbehalt. Meine Damen und Herren, ich will keine weiteren Maßnahmen darstellen mit Blick auf die Uhr. Ich will zum Schluss kommen. Wir finden uns in unübersehbar schwierigen Zeiten, in der die Landkarte der globalen wirtschaftlichen Kraftzentren neu vermessen wird. KI, Wasserstoff, Quantencomputing, Computerchips. Es geht um die Entwicklung der wichtigen Technologien der Welt und damit auch um die Verteilung des künftigen Wohlstands. Wir haben in Hessen eine Reihe innovativer Unternehmen und die sogenannten Hidden Champions und Weltmarktführer. Das ist ein guter, innovativer Kapitalstock und gerade diese einmaligen, mittelständig geprägte Struktur sichert uns doch eigentlich eine besondere Anpassungsfähigkeit, selbst an erhebliche Veränderungen. Und zu guter Letzt haben wir mit der sozialen Marktwirtschaft den richtigen Kompass und immer wieder neu erfolgreich sein zu können. Dafür braucht es keine Politik, die Zukunftstechnologien selbst festlegt. Herr Abgeordneter, Sie müssen zum Ende kommen. Jawohl, der letzte Satz. Dafür braucht es keine Politik, die Zukunftstechnologien selbst festlegt oder ausruft und jeden Subventionswettlauf mitmacht. Unser Land ist nicht deshalb erfolgreich, weil Behörden die Wirtschaft steuern oder die Beamten im Wirtschaftsministerium, sondern sie ist erfolgreich, lieber Stefan, weil Unternehmer Risiken eingehen, Innovationen wagen und die Verantwortung übernehmen. Sie brauchen dafür endlich wieder eine Politik, die Ordnung schafft, die Eigentum sichert, Wettbewerb ermöglicht und die Arbeitsmoral belohnt. Dafür treten wir an und daran wollen wir uns messen lassen. Vielen Dank. Danke, Herr Abgeordneter Kasseckert. Ich erteile Frau Kinkel von den Grünen das Wort. Das ist ganz schön ausgereizt, gell? Ja. Mal ein ganz schön langes letzter Satz. Gute Freunde. Ich war beim Minister auch dran. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich beginne mit dem, was uns eint. Uns eint ganz klar die gemeinsame Haltung zur Demokratie. Uns eint die gemeinsame Haltung zu Vielfalt und die Bedeutung des Grundgesetzes. Und im Kampf gegen die Feinde der Demokratie hat diese Landesregierung ganz klar die Unterstützung von uns Grünen. Jenseits dessen hat der Wirtschaftsminister aber eine Rede gehalten mit viel Pathos, mit großen Versprechungen und wenig konkreten Maßnahmen. Man könnte fast meinen, das war eine Rede vom SPD-Parteitag. Aber wir sind hier nicht auf einem Parteitag. Die Hessinnen und Hessen wollen keine blumigen Wahlkampfreden, sondern die Hessinnen und Hessen wollen genau wissen, wie der Wirtschaftsminister die Herausforderungen der Zukunft ganz konkret angehen wird. Und das haben Sie heute leider nicht beantwortet. Wenn wir eins in den ersten 100 Tagen, ein bisschen mehr als 100 Tage sind es jetzt schon, festgestellt haben, dann ist es, was Boris Rhein und Kaveh Mansouri sagen, tritt so nicht ein. Das war so beim Hessengeld, das vollmundig versprochen wurde und was am Ende nur ein Mini-Zuschuss im Jahr des Hauskaufs bedeutet. Das ist so beim kostenlosen Meister, der alles andere als kostenlos ist. Und das wird wohl auch beim angekündigten Hessenfonds so sein, der bisher nichts weiter ist als eine vage Idee im Koalitionsvertrag. Es gibt ein griechisches Sprichwort und das heißt, viele versprechen Berge und machen dann Maulwurfshügel. Und genau das trifft auf die Politik der Landesregierung zu. CDU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag Berge versprochen, geliefert wurden aber bisher immer nur Maulwurfshügel. Ich möchte zu Beginn darauf eingehen, dass Hessen und Deutschland alle Voraussetzungen für einen starken Wirtschaftsstandort haben. Es gibt derzeit viele, die das in Abrede stellen möchten. Die CDU, Herr Kasseckert, Sie selbst haben gerade so gesprochen. Dabei haben Sie vergessen, dass die CDU selbst auch mitzuverantworten haben,
dass wir Infrastrukturschulden in den letzten 16 Jahren angehäuft haben, dass die Digitalisierung verschleppt wurde, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien ausgebremst wurde und dass der demografische Wandel verschlafen wurde. Das sind alles Altlasten der Bundesregierung unter CDU-Führung und die sind jetzt aufzuholen, meine Damen und Herren. Deutschland ist Exportnation und deshalb mehr als die meisten anderen Länder auf offene Märkte angewiesen. Und wenn durch Corona und wenn durch Kriege ganze Länder nicht mehr in diesen Märkten integriert sind, dann spüren wir das ganz besonders. Genau wie wir es auch drastisch gespürt haben, dass wir jahrzehntelang auf billiges Gas aus Russland gesetzt haben. Und auch das wurde ja von CDU und SPD maßgeblich vorangebracht werden. Und dass die Energiepreise natürlich durch die Decke gehen, wenn von heute auf morgen über die Hälfte der Energie, die Deutschland zur Verfügung steht, plötzlich wegfällt. Und deshalb möchte ich den Blick nochmal darauf richten, welche Kraftanstrengungen in den letzten Jahren gelungen sind. Das sind einmal die Gasspeicher, die gefüllt sind, auch ohne russisches Gas, die Strompreise, die wieder gesunken sind, die CO2-Emissionen, die sinken und der Ausbau der erneuerbaren Energien, die in Hessen und auch in Deutschland weiter Fahrt aufnehmen. Und das alles ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das sind Konsequenzen einer ganz konkreten, ambitionierten Politik, maßgeblich auf Bundesebene, meine Damen und Herren. Und da wir gerade kurz vor einer Europawahl stehen, es gibt wahrscheinlich kein Land, was so unmittelbar vom europäischen Binnenmarkt profitiert wie Deutschland und die deutschen Unternehmen. Und deshalb ist die Wahl am 9. Juni auch für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland und Hessen so wichtig. Europa sichert unseren Wohlstand, meine Damen und Herren. Aber der globale Wettbewerb ist hart und damit wir auch in Zukunft Weltspitze sind, brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen. Was macht einen guten Wirtschaftsstandort aus? Das ist einmal, sind das die Fachkräfte, die Menschen, die hier leben. Als zweites die Verfügbarkeit von günstiger, das heißt erneuerbarer Energie. Drittens das Innovationsumfeld und viertens die politischen Rahmenbedingungen. Fangen wir an mit den Fachkräften. Ein starker Wirtschaftsstandort braucht Fach- und Arbeitskräfte, Busfahrerinnen, Erzieher, Ingenieurinnen, Menschen, die in der Pflege arbeiten, Medizinerinnen im Handwerk. Wir merken gerade überall, dass Menschen fehlen, schlichtweg. Und das bei einer aktuellen wirtschaftlichen Situation. Wir haben Wachstumsraten von 1% und schon jetzt sind in Hessen 80.000 Stellen unbesetzt. 80.000 Stellen bei 1% Wachstum. Wenn wir die Wachstumsraten von 2 oder 3% oder mehr anstreben, dann wird doch ganz deutlich, ohne Fachkräfte wird das nichts werden. Und daher ist eins der wichtigsten wirtschaftspolitischen Maßnahmen, den Fachkräftemangel anzugehen. Zum Beispiel mehr Frauen das Arbeiten zu ermöglichen. Der Minister hat es gesagt, noch immer arbeiten viele Frauen gegen ihren Willen in Teilzeit, weil sie keine Betreuungsmöglichkeiten haben. Das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Und der wichtigste Bereich, das hat auch eine Studie des IW gestern noch mal bestätigt, ist die Fachkräfteeinwanderung. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde im Bund ja beschlossen, aber die Landesregierung tut nichts dafür, dass ausländische Fachkräfte auch tatsächlich hierher kommen wollen. Denn das fängt an mit dem Koalitionsvertrag, der seitenlang detaillierte Maßnahmen beschreibt, wie Menschen abgeschoben werden, wie sie keinen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten oder wie sie ganz und gar daran gehindert werden sollen, nach Hessen und nach Deutschland zu kommen. Wenn wir wollen, dass Menschen hierher kommen, dann darf sich eine Landesregierung nicht der Sprache von Abgrenzung und Ausgrenzung bedienen, meine Damen und Herren. Wir brauchen im Gegensatz dazu eine echte Willkommenskultur. Wir brauchen eine zentrale Ausländerbehörde ohne monatelange Wartezeiten. Und wir können es uns nicht leisten, gut integrierte, hier arbeitende ausländische Menschen abzuschieben. Und natürlich brauchen wir auch bezahlbaren Wohnraum, Mietwohnungsraum für die, die hier sind und für die, die hierher kommen sollen. Das sagen übrigens nicht nur wir Grüne, sondern das sagt auch die hessische Wirtschaft. Wir müssen den Fach- und den Arbeitskräften Lust auf Hessen machen, aber die Landesregierung tut gerade alles dafür, dass die lieber woanders hingehen, meine Damen und Herren. Applaus
Hessen braucht außerdem bezahlbare und verfügbare Energie. Die fossile Abhängigkeit hat uns in massive Schwierigkeiten gebracht und deshalb ist der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netzausbau ganz wichtig für Hessen und ein absolutes Wettbewerbskriterium. Wir sehen schon jetzt, dass es eine wachsende Anzahl an Unternehmen gibt, die nach der Verfügbarkeit der erneuerbaren Energien entscheiden, wohin sie ihre Standorte verlagern oder neue Standorte erschließen. Und dass dieser Wettbewerb, diese Konkurrenz, die gibt es auch innerhalb von Deutschland zwischen den Bundesländern. Und deshalb, Herr Minister Mansouri, sorgen Sie dafür, dass die Windenergie nicht ausgebremst wird, sorgen Sie dafür, dass die Solarenergie weitergeht und sparen Sie nicht bei wichtigen Institutionen wie zum Beispiel der Landesenergieagentur. Die Landesenergieagentur hilft den Unternehmen ja zum Beispiel beim Thema Energieeffizienz. Und da habe ich ein schönes Beispiel gefunden bei einer Metzgerei. Und damit habe ich hoffentlich auch die Aufmerksamkeit der CDU-Kollegen. Die mittelständische Metzgerei Grasmäher aus Weilburg wurde umfangreich beraten, wie Energieverbrauch, wie Stromverbrauch, wie die Kältetechnik energetisch optimiert werden kann, von den Maßnahmen über die Förderprogramme, alles sozusagen aus einer Hand. Und das war, davon hat nicht nur das Unternehmen profitiert, sondern am Ende natürlich auch das Klima. Und genau deshalb brauchen wir solche Institutionen wie die LEA, wie die Landesenergieagentur und müssen das Angebot ausweiten, weil auch das die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen hier vor Ort in Hessen stärkt, meine Damen und Herren. Hessen hat ein gutes Innovationsumfeld. Wir haben Top-Universitäten und wir liegen nach dem Bitkom-Länderindex auf dem 4. Platz, was die digitale Wirtschaft betrifft. Es hat sich hier in Hessen ein Start-up-Ökosystem etabliert. Das muss auch weiter verbessert werden. In Ihrer Regierungserklärung habe ich zu dem Thema heute leider nichts gehört. Auch in den ersten 100 Tagen war das Thema Start-up und Gründungen kein Thema für die neue Landesregierung. Aus unserer Sicht muss hier mehr getan werden als die alten sozusagen Programme und Maßnahmen der alten Landesregierung weiterzuführen. Das ist ja auch nicht falsch. Also ich nenne mal den Green Tech Accelerator Ryan aus Gernsheim, der maßgeblich von Tarek Al-Wazir, Angela Dorn und Michael Boddenberg auf den Weg gebracht wurde. Und es ist absolut richtig, dass Sie das mit gleicher Priorität fortführen. Aber das reicht natürlich nicht. Und ja, ich habe den Koalitionsvertrag auch gelesen. Da steht auch einiges zu Startups drin. Aber am Ende muss man dafür dann auch Geld zur Verfügung stellen. Und spätestens im nächsten Haushalt werden wir ja sehen, welche Priorität Sie wirklich diesen Maßnahmen einräumen, meine Damen und Herren. Herr Minister, Sie haben Zusammenhalt in den Mittelpunkt Ihrer Regierungserklärung gesetzt, was ich ausdrücklich richtig finde. Nur gemeinsam mit Gesellschaft, mit den Unternehmen, mit Politik und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern können die Veränderungen so gestaltet werden, dass alle davon profitieren. Wir sind mittlerweile in einer globalen Veränderung des Klimas, Überschwemmungen in vielen Teilen der Erde, Wasserknappheit in Spanien, Rekordtemperaturen unserer Weltmeere. Das alles erzeugt leider nicht mehr die großen Headlines, die angesichts dieser dramatischen Situation eigentlich angebracht werden. Und Robert Habeck hat letzte Woche so treffend gesagt, Klimaschutz ist eigentlich das falsche Wort. Wir schützen, wenn wir das Klima schützen, Freiheit, menschenwürdiges Leben und Menschlichkeit auf der Erde. Und es gibt Studien, die ausrechnen, wie teuer es wird, wenn die Klimaveränderungen ungebremst so weitergehen. Und das Ergebnis ist sehr, sehr deutlich. Die wirtschaftlichen Schäden des Klimawandels werden 6-mal höher ausfallen als die Kosten, die veranschlagt werden, wenn die Erderwärmung auf 2 Grad maximal begrenzt wird. Und für Deutschland würde das eine schrumpfende Wirtschaft von -11% bedeuten, wenn dieses Klima sich weiter so unbegrenzt ändert. -11%. Wir haben derzeit eine Stagnation. Also kann sich jeder ausmalen, was -11% Rückgang der Wirtschaftsleistung bedeutet. Und solche Zahlen, das ist ja auch nicht die erste Studie, die so Ergebnisse bringt, solche Zahlen müssten doch eigentlich dazu führen, dass Klimaschutz ganz, ganz weit oben auf der wirtschaftspolitischen Agenda steht. Stattdessen findet sich zu dem Thema gähnende Leere in der Regierungserklärung
Und wir erinnern uns, das Wort Klimaschutz hat es noch nicht einmal mehr in die Bezeichnung eines Ministeriums geschafft. Das ist aus unserer Sicht eine fatale Vernachlässigung, eins der größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts, meine Damen und Herren. Globale Veränderungen so zu nutzen und so zu gestalten, dass wir eine klimaneutrale, nachhaltige und zukunftsfeste Wirtschaft haben. Wir wissen ja spätestens seit der Corona-Krise, dass wir das nicht nur aus Gründen des Klimas anstreben sollten. Aber dafür braucht es verlässliche Rahmenbedingungen durch die Politik. Herr Minister, Sie haben gesagt, dass das Schlagwort Transformation nicht das Richtige ist. Ich erinnere mich an ein Transformationsgesetz, was die SPD letzte Legislaturperiode eingebracht hat. Wir können es im Prinzip nennen, wie wir wollen, Wirtschaftswandel, Veränderungsprozesse. Viel wichtiger als das Wort sind doch die konkreten Auswirkungen auf die Menschen, die diese Veränderungen auf sie haben. Und da reicht es eben nicht zu sagen, wir sehen sie, was, wenn ich mich nicht irre, aus dem Avatar-Film ist, dieses Zitat, sondern es braucht ganz konkrete Politik. Zum Beispiel braucht es einen konkreten Transformationsfonds mit klaren Kriterien, der allen Unternehmen offen steht, die sich in Richtung Klimaneutralität oder in Richtung Digitalisierung umbauen wollen. Ich finde es gut, dass Sie bei Kali und Salz waren. Das begrüße ich als jemand, der aus der Kali-Region kommt, ganz besonders. Warum erst Sie und dann der Ministerpräsident innerhalb von 2 Wochen dem Unternehmen einen Besuch abgestattet haben, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Vielleicht ist ja die Stimmung zwischen Ihnen doch nicht ganz so gut, wie Sie versuchen zu erzählen. Aber wie dem auch sei, K+S ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was in diesem Umbauprozess steckt und was Transformationsunterstützung braucht. Aber es ist ja nicht das Einzige. Und deshalb darf es doch nicht zu einem Privileg eines Einzelnen oder eines großen Unternehmens bleiben, die Zugang zu solchen Mitteln haben, sondern es braucht einen Transformationsfonds, der wirklich allen Unternehmen in Hessen offen steht. Ein Transformationsfonds nicht nur für die Industrie, sondern auch für Gewerbe, für Handwerk, für Handel. Er darf nicht nur für Unternehmen mit Tarifbindungen offenstehen, weil sonst schließen wir 80% der Unternehmen davon aus. Und er muss natürlich mit ausreichend Mitteln ausgestattet sein, weil er eben sonst nur für ein paar große Unternehmen reicht. Die Landesregierung hat heute wieder vollmundig einen Berg versprochen. Ich bin sehr gespannt, ob mehr als nur ein Maulwurfshügel dabei rauskommt. Die neue Landesregierung ist zwar noch nicht so lange im Amt, aber auf eins kann man sich verlassen. Das, was Boris Rhein und Herr Mansouri sagen, tritt so nicht ein, angefangen vom Hessengeld. Die Versprechung war, die Grundsteuer geht aufs Haus. Herausgekommen ist, über 10 Jahre erstatten wir anteilig die Grunderwerbsteuer und das wird doch keine einzige zusätzliche Familie in die Lage versetzen, Eigentum erwerben. Im Gegenteil, es wird allerhöchstens dankbar mitgenommen von denjenigen, die ohnehin einen Eigentumserwerb geplant hatten. Ein weiteres Beispiel, der kostenlose Meister. Die SPD hat selbst mal vorgerechnet, dass die Meisterprüfung zwischen 4.000 und 16.000 Euro kostet und gefordert, dass der Zuschuss weiterentwickelt werden muss. Aber was wird stattdessen gemacht? Der Zuschuss wird lediglich erhöht. Wir finden, wo kostenlos draufsteht, muss auch kostenlos drin sein. Und das ist ein weiterer Maulwurfshügel, wo früher mal ein Berg versprochen war. Oder die großspürige Ankündigung, dass der ländliche Raum jetzt Teil des Ministeriums von Herrn Mansouri ist, ein Etikettenschwindel. Die Zuständigkeit für den ländlichen Raum liegt noch immer komplett im Umweltministerium. Aber Herr Mansouri hat immerhin das Türschild dafür bekommen. Und jetzt haben wir noch nicht über den fehlenden Mieterschutz gesprochen, die Mittel, die im Radverkehr gekürzt werden sollen oder bei den On-Demand-Verkehren, der 10-spurige Autobahnausbau, den Sie plötzlich befürworten oder das Hickhack bei der Entscheidung über das Wachstumschancengesetz. Sie haben gesagt, Herr Minister, wir versprechen keine Luftschlösser. Doch, genau das tun Sie und die Landesregierung seit Regierungsantritt. Und nun sehen wir, dass mit jedem Projekt, was in die Tat umgesetzt wird, diese Luftschlösser eins nach dem anderen zerplatzen, meine Damen und Herren.
Unternehmen, Startups, Industrie, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen, Sie alle sind bereit, die aktuellen Herausforderungen, die Transformation, die Veränderungsprozesse anzugehen. Aber es braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Das erwarten wir von Ihnen, das erwarten wir von der Landesregierung. Sie dürfen nicht durch Ihren Regierungsstil mit leeren Versprechungen zu einer Hessenbremse werden. Und da werden wir ganz genau hinschauen. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank.